Hey ihr da draußen und ganz herzlich willkommen zum heutigen Video. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich weiß, ich wollte eigentlich schon ewig dieses Video machen, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Es ist jetzt mittlerweile, lasst mich mal schauen, es ist Mittwoch und heute geht's jetzt endlich zu dem Video, was ich schon letzte Woche Mittwoch machen wollte. Peinlich, peinlich, ich musste jetzt erstmal kurz im Chat nachfragen, weil ich die News nicht gesehen habe. Ich habe sie einfach nicht gelesen. Vergessene Felder also. Ja, Leute, und sorry für den Hänger gerade. Irgendwie spackt mein SSO momentan und ist so ein bisschen am Rumlaggen. Das sind doch die vergessenen Felder. Das sind nicht die vergessenen Felder. Okay, wir gehen jetzt zu den wirklichen vergessenen Feldern. So, Leute, wir haben es jetzt endlich geschafft. Ich glaube es nicht. Ich musste echt suchen. Das ist das Mittelalter. Ich war noch gar nicht hier. Wir schauen uns jetzt alles in aller Ausführlichkeit an. Was haben wir hier? Drachen! Also, ich sag euch eine Sache, wenn die Drachen rauskommen, ich kann nicht mit denen reden, wenn die Drachen rauskommen, will ich die kaufen? Oh mein Gott, die sind ja so süß, ich will diesen schwarzen, den da oben, mega, 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 mega cute. Was haben wir hier alles? Wir haben hier zwei Fellvarianten, ne? Wir haben aber den Lipizzaner, ich kann den mir eh nicht leisten, wir schauen den trotzdem an. Friesische Sportpferd in weiß. I want it. I want it. Ich möchte dieses Pferd haben. Oh mein Gott. Ich möchte dieses Pferd wirklich ganz, ganz dringend haben. Oh Gott, ich will es haben, wirklich. Okay, dann haben wir noch das Gotland Pony. Sieht nett aus. Gotland Ponys habe ich aber wirklich genug. Und den Ardenner in schwarz. Der ist cool. Das ist so ein richtig mittelalterliches Arbeitstier. Mega geil. Okay. Das waren die Pferde. Wir gehen mal weiter. Wir sehen hier schon richtig mittelalterliche Ausrüstung, ey. Wow, mega. Ich liebe das Event. Ich liebe das Event schon, obwohl ich es noch gar nicht richtig gesehen habe. So, Futtershop ist relativ basic, glaube ich. Und jetzt gehen wir in den Haarsalon rein. Müssen wir einmal Lady des Mittelalters gehen wir rein. Oder auch Make-up-Shop. Hallo? Dankeschön. Frisuren, was gibt's denn? Ich habe zu wenig Geld dafür eigentlich. Das sieht ja mal so schön aus. Ich liebe diese neue Frisur. Es ist wirklich ein... Boah, mega. Ich will die da. Ich will die da. Und die. Und die will ich auch. Und die auch. Und die auch. Die auch. Die auch. Eigentlich alle außer blau. Oh mein Gott. Okay, Leute, die Frisur ist eine 10 von 10. Also ich finde sie mega, mega schön. Wirklich richtig, 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 richtig toll. Gefällt mir die Frisur. Und ich glaube, braun und dieses ganz helle sind so meine ersten Errungenschaften, würde ich sagen, die ich erreichen will. Aber Make-up gibt es ja auch noch, oder? Nein, leider gibt es kein Make-up. Okay, schade, egal, weil der Make-up-Tisch war. Das Problem ist, wir müssen da noch ein bisschen Geld sammeln. Und entweder ich spare auf ein Pferd oder ich spare auf eine Frisur. Und hier ganz entspannt haben wir auch einen Laden. Okay, Leute, einfach eine Krone. Okay, schauen wir uns das mal an. Die Krone muss natürlich direkt einziehen. Ey, ich brauche sowas von Starcoins eigentlich. Wo sind meine Starcoins hin? Sattel, den mein Pferd nicht tragen kann. Schabracke, die mein Pferd nicht tragen kann. Für uns richtig wildes Outfit. Finde ich sehr, sehr cool. Ich habe mein Handy nicht auf stumm, es tut mir leid. Ich hoffe, ihr habt es nicht gehört. Ich kann euch leider jetzt das nicht zeigen, weil mein Pferd kann das alles nicht tragen. Wir haben eine Ritterrüstung. Oh, das feier ich ja schon. Wieso ist das so teuer? Ich kann es mir nicht leisten. Das erinnert mich so an die Lannisters. Wenn ihr Game of Thrones irgendwie kennt, das ist, also das Rote, oh, mega. Ich will alles haben, ich will wirklich alles haben. Ich bin ja voll Mittelalter-Fan, beziehungsweise zumindest das, was so im gesellschaftlichen Ding mit Mittelalter, ja, interpretiert wird. Ihr wisst ja, dass es meistens dann doch, ja, mehr Redewendung ist, anstatt Realität. Hier haben wir diese Ritterbahn, oh mein Gott, ist das cool. Oh, das feiere ich richtig. Wieso ist so wenig los? Ich hoffe, das können wir gleich alles machen und austesten. Aber das sieht nämlich richtig wild aus. Schauen uns kurz den ganzen Rest vom Festgelände an. Hier haben wir noch Koppeln. Ganz entspannt. Da hinten geht es wieder rein. Was ist da? Am Chillen. Am Chillen. Okay. Was haben wir da? Weitere Festzelte. In diesem Festzelt finden wir, weiß ich nicht, nix. Ich will dir gleich... Und das ist ein Wolf. Er hat doch starke Game of Thrones Vibes, oh Gott. Hier haben wir nochmal so ein eigenes Zelt, nochmal ein Zelt. Ist sehr schön dekoriert, auf jeden Fall. Da kann man gar nichts sagen.
Hier vorne so richtig festlich auch schon wieder. Hier Deko von dem anderen. Ich glaube, das war das Gelände insoweit sogar schon. Und jetzt gehen wir zu Big Bonnie und machen die gute alte Quest, würde ich sagen. Mein erster Eindruck ist, es gefällt mir richtig gut. Ich liebe die Mittelalter-Vibes hier. Ich möchte am liebsten alles kaufen und ich bin kurz davor, mir mal wieder das erste Mal Starcoins zu kaufen, weil ich finde das so cool. Und ich muss jetzt später mal schauen, wie lange das Event bleibt, weil, oh, das ist ja eigentlich voll mein Ding. Aber ich hatte die letzte Woche wirklich keine Zeit. Ich war am Hausarbeit schreiben. Ich habe so viele Termine gehabt, so viele Sachen, um die ich mich kümmern musste. Ich konnte nicht auf SSO. Okay, willkommen, Nina. Du bist hier, um zu lernen, was es heißt, eine Ritterin zu sein. Ich führe dich gerne herum. Okay, Leute, jetzt haben wir uns doch schon alles selbst angeschaut. Gut, Leute, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr zu hören. Weil das muss ich es mir jetzt anschauen, alles. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft? Okay, wir skippen den Part, das haben wir schon gemacht. So, Leute, jetzt wird's richtig cool. Willkommen zum Ritterschwur. Klicke die Symbole an, um die verschiedenen Häuser anzusehen. Schwöre einem deiner Häuser die Treue. Du kannst jederzeit ein anderes... Finde ich auch geil. Oh mein Gott, wie cool. Okay, das ist ein Einhorn. Ich glaube, ich gehe zu diesem Wolf, weil das erinnert mich auch an das Schattenwolf-Logo irgendwie. Und Haus der gelben Wölfe, ernsthaft? Haus der kirschroten Einhörner? Also die Namen sind schon... Die hatten sich schon echt coolere Namen überlegen können. Was nehmen wir denn jetzt zu Beginn? Ne, wir nehmen jetzt zu Beginn einfach mal rot. Wir nehmen jetzt einfach mal rot. Wir testen es mal. Ja. Lanze, kirschrotes Einhorn. Okay, und was kann ich jetzt machen? Kann ich jetzt machen? Was muss ich jetzt tun? Ich hätte vielleicht mal lesen sollen. Ah, okay. Ich muss zu diesem Symbol auf jeden Fall mal. Da vorne. Zu Big Bonnie. Mal gucken, ob wir jetzt auch irgendwas tun können. So, es geht weiter. Hier haben wir eine neue Quest bekommen. Und, oh, sehr coole Brille auf jeden Fall auch. Klicken wir uns einmal durch. Bla, 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 bla. Mal gucken, ob wir dann gleich reiten dürfen. Ich glaube, das ist gleich soweit. Da freue ich mich schon richtig drauf. Ich könnte das jetzt lesen, aber ich bin eigentlich viel zu aufgeregt, das auszutesten. Ja, bla 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 bla. Okay, wir haben hier einmal Übung oder Herausforderung. Wir machen jetzt einmal die Übung. Kein Ritterschwurfortschritt, kein Zeitlimit, kein... Okay, wir üben es jetzt einmal. Turnierkampfregeln. Du kannst jeden Tag üben, so oft du möchtest. Triff deine Ziele in der richtigen Reihenfolge, um Punkte zu sammeln. Wenn du an deinem Ziel vorbeitreitest, wird automatisch das nächste aktiviert, unabhängig davon, ob du getroffen hast oder nicht. Es gibt kein Zeitlimit und keine Punkteanforderungen. Nimm dir Zeit und lerne die Strecke kennen, ehe du dich am Modus Herausforderung versuchst. Okay. Okay, 12 Ziele haben wir. Wir probieren es jetzt einfach mal. So, one. Ah, das ist gar nicht mal so. Oh, shit. Ich wollte gerade sagen, es ist nicht so schwer. Es ist doch schwer. So, okay. Oh, scheiße. Nein! Das sollte es, glaube ich, nicht sein. Okay, ich habe wohl nicht getroffen. Dann machen wir halt weiter. Hä? War das falsch? Oh mein Gott, mir fehlen Pfeile. Ich bin ja richtig lost unterwegs. Also 1, 2, 3, ah, da geht's weiter. Wer sehen kann, ist klar im Vorteil, muss man sagen. Dann machen wir weiter mit dem hier. 5, 6, 7, 8. Hier, wir sind jetzt in Rot unterwegs, Leute. Es ist eine coole Idee. Aber ich wünschte, so die Strecke wäre noch ein bisschen rittermäßiger gestaltet. Hier lang. Bis jetzt sieht es doch ganz gut aus, Leute. Ich glaube, wir sind auch gleich ready für die Herausforderung, nachdem wir den Weg gefunden haben. Also ich glaube, das können wir schaffen. Wir haben es geschafft. Zeitlimit, alles, gar kein Problem. Und jetzt geht's, glaube ich, auch in die Herausforderung. So, Leute. Jetzt bin ich ja schon fast ein bisschen nervös. Wir werden durchziehen. Oh mein Gott. I'm scared. Okay, wir dürfen nicht zu langsam sein. Aber ich glaube, das dürfte kein Problem darstellen. Schön treffen. So. Oh, wieso bin ich nervös? Wenn man nur eine Chance hat, bin ich tendenziell immer nervös, weil dann kann ja immer was schief gehen. So schön richtig lenken. Ich weiß, es ist nicht schwer, aber ihr wisst, ich bin jetzt vielleicht auch nicht die Beste in sowas. In Championaten, Rennen, alles da. Ja. Aber ich bin doch recht guter Dinge. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich nicht schwer. Man hat auch richtig viel Zeit. Ich glaube, ja, seht ihr, das wird richtig gut. Zeitlimit haben wir eingehalten. Und dann können wir uns jetzt...
neuer Ritterpunkt verdient. Sehr, sehr wild. Und das hier können wir jetzt nicht mehr machen. Okay, also es gibt es nur einmal am Tag. Wir leveln unser Pferd ganz kurz nach oben. Perfekt. Und jetzt schauen wir, ob es hier noch eine oder andere Quest gibt. Okay, um ehrlich zu sein, ich sehe keine Quest mehr. Ich sehe nichts mehr, was wir machen können. Wir haben hier dieses Lanzentraining gehabt. Das ist, glaube ich, schon das Mittelalterfest. Ich dachte jetzt, es gibt noch mehr Attraktionen. Aber vielleicht bin ich auch lost und ich finde sie einfach nicht. Dann gehen wir jetzt zum Abschluss einfach mal ganz kurz in unser Haus. Von der Deko, von dem Aussehen, von allem gefällt es mir richtig, richtig gut. Hier ist unsere Hut. Hier leben. Können wir sitzen auch? Ach, schwierig. Nein, leider nicht. Aber es sieht sehr gut aus. Es sieht sehr wild aus. So, und jetzt habe ich da noch zwei Leute getroffen. So, ihr Lieben, und das war es jetzt auch von diesem Video. Es freut mich, dass ihr dabei gewesen seid. Und ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Mittelalter-Event findet. Ich hätte ein ganz kleines bisschen mehr an Attraktionen und Aktivitäten erwartet. Von der Ausgestaltung, von den Klamotten her und so, finde ich es mega cool. Und auch das Motto, ich hoffe, das kommt auf jeden Fall wieder. Mit vielleicht noch ein paar mehr Sachen, die man tun kann. Ich wünsche euch in dem Sinne einen wunderbaren Tag und kann nur sagen, hoffentlich bis zum nächsten Mal.